Hi, hier ist wieder Dreamer von Dreamer Bushcraft und dieses Video heute geht an den Outdoor Heinze. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum 200 Ü-Abo. Alles Gute, mach so weiter, bleib dir treu, passt so. Und zwar hast du ja einen Auftrag gestellt über drei Fragen. Einmal, was ist euer EDC, was ihr wirklich jeden Tag dabei habt? Das zweite, was ist euer Messer? Euer Survival-Messer, euer Number-One-Ding und das dritte ist der Survival-Tipp. Ich fange mal an mit dem EDC. Das EDC stellt sich bei mir zusammen aus ja, mehr oder weniger zwei Sachen. Und zwar bin ich ja auch schon eine Weile dabei, habe mir schon viele Gedanken gemacht, habe schon, was weiß ich, wie viele EDCs für mich erstellt. Letztendlich haben sich viele wirklich auf die Outdoor-Aktivitäten, wenn ich wirklich im Wald bin, rauskristallisiert. Aber irgendwann kommt man auch dazu, ja, was kann ich wirklich jeden Tag, auch wenn ich zur Arbeit fahre, sobald ich das Haus verlasse eigentlich, wirklich nutzen. Ich habe mir letztendlich das so dann zusammengestellt. Den Geldbeutel habe ich immer dabei. Geldbeutel zum einen habe ich mir irgendwann mal dieses Kartenmesser. Viele von euch werden es kennen, es ist eine ganz einfache Sache, es passt in den Geldbeutel, es ist relativ scharf, aber nicht stabil. Es geht aber auch nicht darum, dass ich dann Betoning damit betreibe, sondern wirklich für den Notfall, wenn ich irgendwo bin und brauche ein Messer. Es ist einfach zusammenzuführen, innerhalb von Sekunden, und ich habe ein Messer, das wirklich eine passable Schärfe hat, aber wie gesagt, es ist wirklich nur für den Notfall, wenn ich mir irgendwas schneiden muss oder sowas. Das habe ich auf jeden Fall in meinem Geldbeutel. Es ist immer gleich zusammengefaltet, gesichert und schon ist es wieder verstaut. Und keiner merkt und keiner weiß, dass ich es dabei habe. Darum geht es mir im Großen und Ganzen auch. Ich will nicht rumlaufen wie Rambo und da mein fettes Survival-Messer, mein Böker da mitschleppen, sodass es jeder auch gleich sieht. Ansonsten, in der Regel hat man diverse Karten, Versicherungskarten. Die kann man auch für den einen oder anderen Zweck nutzen zum Beispiel. Also, Geldbeutel habe ich in der Regel immer dabei, sobald ich das Haus verlasse. Dann mein Autoschlüssel. Zu dieser Geldbombe gibt es auch ein Video schon von mir. Ich zeige es euch aber nochmal. Da passen in der Regel 5 1-Euro-Münzen rein. Brauche ich persönlich natürlich nicht, wenn ich draußen unterwegs bin. Was jetzt mittlerweile da drin ist, ich habe schon wieder ein paar Sachen benutzt. Ein paar Sachen muss ich wieder auffüllen, denke ich mal. Aber im Großen und Ganzen komme ich für den ersten kleinen Notfall damit zurecht. Dabei mein allseits beliebtes Isolierband. Es ist mehrfach verwendbar. Es ist circa ein halber Meter dran. Wickel, 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 wickel. Das zur Nummer 1. Dann in der Geldbombe ist das sind so kleine Gegenstände, von denen ich der Meinung war damals oder immer noch bin, dass mir das fürs Erste einfach mal reicht. Wenn ich alles rausgefummelt habe, werde ich es euch zeigen. So. Als Erstes, diejenigen, die schon ein paar Videos von mir kennen, das auch schon erkannt haben. Das ist Vorfachmaterial aus dem Angeln. Es ist geflochtener Stahl. Es ist sehr tragbar. Es trägt, glaube ich, 18 Kilo oder so. Also da lässt sich schon was reißen mit. Ist für verschiedene Zwecke, wie auch immer, Fallen bauen, irgendwas befestigen, irgendwas fixieren, irgendwas tragen können, irgendwas abbinden, falls man irgendwie sich großartig geschnitten hat oder sowas. Also das ist schon bei mir auf jeden Fall in der Regel bei allen EDCs dabei. Dann ganz banal 2 Pflaster für das kleine Aua. Dann habe ich hier, es gibt so endlos Streichhölzer, das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, das sind so kleine Behälter mit Benzin, da hat man dann so ein Stäbchen mit einem Eisenblatt und an der Seite ist das Streichmaterial ist wie bei den Feuersteinen.
Das Ding war kaputt, ich habe den Feuerstahl ausgebaut und somit bin ich fähig, zum Beispiel Feuer zu entzünden. Dann habe ich hier vier Entkeimungstabletten für Wasser. Das sind, wenn ich mich nicht täusche, für 4 Liter oder 2 Liter. Auf jeden Fall fürs Erste reicht's. Dann natürlich, was überall reinkommt, zwei Angelhaken, verschiedene Größe. Ösenhaken, ganz wichtig, dass man zum Beispiel auch das mit Schnur befestigen kann. Dann habe ich hier im Strohhalm einfach ein bisschen Watte, auch als Zundermaterial. Dann habe ich hier drin, vielleicht erkennt ihr es ein bisschen, das ist so Wickeldraht, so aus dem Baumarkt. Das sind ungefähr 1,5 bis 2 Meter. Habe ich so klein gemacht, da kann man auch befestigen, zum Beispiel wenn man dann sich einen Shelter baut oder sonst was. Dann habe ich hier, seht ihr es ein bisschen grün, das ist eine kleine Stecknadel mit ca. 3 Meter geflochtener Angelschnur. Tragkraft davon ist auch so um die 7 Kilo. Man kann dann zum Beispiel Notbehelf was nähen oder sonst irgendwas anstellen, kann natürlich auch zum Angeln benutzt werden. Dann hier habe ich zwei Mini-Knicklichter, sind ungefähr 1,5 cm lang, einfach zur Markierung von irgendwas oder zum kenntlich machen. Und dann hier noch drei Sicherheitsnadeln. Das war in der Geldbombe. Dann habe ich an meinem Schlüsselbund noch so ein kleines Multitool von True Utility. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hier sind diverse Hilfsmöglichkeiten dabei, wie verschiedene Schlitzschraubenziehergrößen. Hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer. Dann habe ich hier eine kleine Klinge zum Abisolieren oder für was meine Klinge halt so nutzt. Dann hier ist ein Öffner. Hier ist noch eine Feile oder eine Feile angedeutet auf jeden Fall auf dem Rücken. Hier ist noch ein größerer Schraubenzieher. Und ja, hiermit kann man auch noch schneiden. Also hier ist es auch alles schön beschrieben auf Englisch. Aber in der Regel kann damit jeder was anfangen. Dann habe ich hier noch so einen Magnetclip für einen Einkaufswagen. Hiermit kann ich zum Beispiel mit der Sicherheitsnadel, die ich da drin habe, wo die grüne Angelschnur dabei ist, magnetisieren und kann das dann als Kompassersatz nehmen. Einfach an diesen Magnet hier reiben und dann weiß ich zumindest schon grob, wo Norden und Süden ist. Wenn ich dann noch eine Pfütze finde, was hier in Deutschland jetzt nicht so das Problem ist oder einfach ein bisschen Wasser zur Verfügung habe. Das war mein EDC. Dann war das nächste unser Top-Survival-Messer. Auch da habe ich mir die Frage gestellt, ja, Survival-Messer, gibt es für mich verschiedene Situationen. Ich denke aber, du hast es auf den Alltag, wo man wirklich immer nutzt, immer dabei hat. Und da habe ich so drei. In der Regel, wenn ich das Haus verlasse, weiß ich ja, wo mein Tag in der Regel endet oder wo es hingeht. Normalerweise habe ich entweder mein kleines Mini-Opinel dabei, es ist die Nummer 4, es ist nicht zum Feststellen, ist Carbon, ist sauscharf, entweder habe ich das immer dabei oder der nächstgrößere Bruder, wo dann zum Feststellen ist, das dabei. Oder wenn ich weiß, ich bin jetzt einen Tag lang irgendwo, wo ich jetzt nicht unbedingt gleich an mein Auto kann oder an sonst was, habe ich das immer dabei. Das Leatherman, das begleitet mich schon seit früher Kindheit. Ich glaube, das habe ich mit 8 Jahren bekommen. Wenn ich weiß, ich bin jetzt einen Tag lang unterwegs in einer größeren Stadt oder sonst wo und es könnte zu irgendeiner Situation kommen, nehme ich das plus mein ganz kleines mit. Das weiß ich ja vor, wo ich hingehe in der Regel. Das begleitet mich dann. So viel zu den Messern. Dann der Survival-Tipp. Da musste ich eigentlich gar nicht so lange überlegen.
Mein Tipp an dich oder an euch alle, die das Video seht, ist, nichts kann euch passieren oder wenig kann euch passieren, wenn ihr einfach gut vorbereitet seid. Und das heißt, eignet euch Wissen an. Wissen ist einfach Macht. Euch kann alles genommen werden. Ihr könnt halbnackt dastehen, aber wenn ihr wisst, wie ihr euch helfen könnt, wie ihr was nutzen könnt, wo was ist, was kann man essen, wie kann ich was behandeln, dann kann euch schon mal relativ wenig passieren. Im Gegensatz, wenn ihr euch nur auf eure Ausrüstung verlasst, dann kann es sein, dass ihr manchmal verlassen dasteht. Weil es kann immer irgendwas passieren, ihr verliert was, es fällt euch aus der Tasche, es wird euch genommen. Wie auch immer, wenn ihr wisst, wie ihr euch helfen könnt, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und Wissen sich heutzutage anzueignen ist, finde ich, relativ leicht, fast je, also aus meinem Bekanntenkreis kenne ich jetzt keinen, der nicht irgendwie Zugang zum Internet hat oder so. Es gibt so viele tolle Videos von uns, vom Outdoor-Heinze natürlich und Kai Sackmann, wie sie alle heißen. Zieht es euch einfach rein, wenn ihr Zeit habt. Ich habe mir Bücher gekauft, noch und nöcher über Rezepte, alte Rezepte von der Nachkriegszeit, wo es wirklich wenig gab. Andere zur Hygiene, wie stelle ich Seife her und. Dann, was jetzt nicht unbedingt was mit dem Outdoor-Bereich zu tun hat, wenn ihr aber in eine urbane Notsituation kommt, einfach querbeet, ne? Interessiert euch einfach für Sachen rund ums Einmachen. Wer von uns weiß heutzutage noch, wie die Oma, die Uroma irgendwas eingemacht hat, ne? Euer schlimmster Feind ist aufhören, euch für irgendwas zu interessieren. Dann pflanzliche Notnahrung. Ne? Auch tolle Bücher vom Saki natürlich. Dann, ja, Pilze. Ich gehe seit Jahren aus den Pilzen. Hat mir das alles selber beigebracht. Dann, was gibt's noch? Grundlegende Sachen. Es gibt ganz günstige. Das hat jetzt 10 Cent gekostet. Das ist jetzt nicht das Überlebensbuch schlechthin. Aber es steht was drin, was euch vielleicht helfen kann. Und ihr habt es gelesen. Und ihr wisst es, wenn ihr es im Alltag auch nicht braucht, aber irgendwo in euch schlummert. Kauft euch Bücher. Es gibt stellenweise auf eBay oder sonst was so günstige Sachen. Karten lesen, Pilzbuch, Trinkwasser, Fährten suchen und. Also mein ultimativer Survival-Tipp ist, eignet euch Wissen an, weil Wissen kann euch keiner auf der Welt nehmen. Das war's von mir. Auto Heinze nochmal, mach so weiter. Ich freue mich tierisch für dich. Ich hoffe, wir kommen auch irgendwann mal dahin, die 200 plus zu erreichen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß. Geht raus. Macht's gut. Euer Dreamer von Dreamer Bushcraft. Ciao.